Hallo zusammen, ich bin Christopher Schmid, Application Engineer bei Production Go und möchte Ihnen heute den Forge One von Race 3D vorstellen. Der Forge One nutzt die FFF-Technologie, um Bauteile aus Metall herzustellen. Der Druck erfolgt hier mit Hilfe eines speziellen Metallfilaments. Nach dem Druck der Bauteile müssen diese in einem zweiten Schritt noch entbindert und gesintert werden, um vollwertige Metallbauteile zu erhalten. Zunächst ein kurzer Überblick über die technischen Daten des Forge One. Das Bauvolumen des Forge One beträgt 300 × 300 × 300 mm, wobei sich beim Druck mit Supportmaterial das Bauvolumen auf 255 × 300 × 300 mm verringert. Der Düsendurchmesser beträgt standardmäßig 0,4 mm, jedoch sind optional auch 0,6 oder 0,8 mm Düsen erhältlich. Die Düsen erreichen eine Temperatur von 300 Grad Celsius, wobei die Druckplatte eine Temperatur von bis zu 120 Grad erreicht. Der Forge One wurde speziell auf die Verarbeitung von Metallfilamenten angepasst. Ein neues Materialzufuhrsystem reduziert den Filamentwiderstand erheblich und verringert das Extruderkopfdrehmoment um das bis zu Dreifache. Das bedeutet eine höhere Erfolgsrate und Wiederholbarkeit des Druckprozesses sowie eine längere Lebensdauer des Druckkopfes. Durch die Optimierung für den Metallverdelung bietet der Forge One zudem eine bessere Prozesskontrolle. Hierzu gehören die verbesserte Slicing-Software Idea Maker Metal Edition, welche automatisch den dimensionalen Schwund beim Sinterprozess kompensiert. Zudem bietet diese Version der Slicer-Software bereits vorgefertigte Druckprofile für die Metallfilamente von BASF. Der Forge One verfügt außerdem über eine Bauplattform mit verbessertem Aufbau, angepasst an die Anforderungen des Drucks mit Metallfilamenten. Im Vergleich zum Pro 3 nutzt er hierzu eine Glasplatte anstelle der beschichteten Metallplatte. Der Forge One basiert jedoch grundlegend auf der Plattform des bereits bewährten Pro 3 von Race 3D und übernimmt dadurch alle Vorteile dieses Druckers. Hierzu gehören die auswechselbaren Hotends mit Schnellverschluss, welche einen schnellen und werkzeuglosen Austausch der Druckköpfe ermöglichen. Die eingebaute Kamera, welche eine Überwachung des Druckes direkt über die Race Cloud ermöglicht. Und der bereits im Pro 3 integrierte Airflow Manager, welcher auch hier für die verbesserte Wärmeregulierung und eine stabilere Umgebung des Druckraums sorgt. Und natürlich auch der EVE-Assistent ist wieder mit dabei, um Ihnen bei auftretenden Druckproblemen und Fragen zu helfen. Das war ein kurzer Überblick über die Features des Forge One von Race 3D. Wenn Sie mehr erfahren möchten oder eine individuelle Beratung wünschen, kontaktieren Sie uns gerne.